Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Bei dem Wetter brauchen wir mal wieder ein Süppchen. Wir haben schon lange nicht mehr den Dutch Oven rausgeholt und machen darin heute einen Linsentopf. Viel Spaß! So Freunde, für unseren Linsentopf brauchen wir folgende Zutaten. Hier haben wir 500 Gramm Tellerlinsen. Das sind ca. 550 Gramm Kasseler Nacken. Dann 250 Gramm Baconstreifen. Dann so alles, was in so einer Packung Suppengrün drin ist. Mohrrüben, Lauch, Sellerie. Des Weiteren brauchen wir zwei Lorbeerblätter, einen Teelöffel Thymian, Salz und Pfeffer und hier haben wir noch 10 Kartoffeln. Ja, das Ganze machen wir heute im Dutch Oven. Allerdings gehen wir dazu in die Grillhütte. Das Wetter ist nicht so das Beste, aber das sollte auch passen. Wir sehen uns gleich. Ach so, was ich noch vergessen habe, wir brauchen natürlich auch 4 Liter Wasser. So Freunde, unsere 4 Liter Wasser kochen langsam. Wir geben jetzt erstmal das ganze Gemüse rein. Hier den Sellerie erstmal mit den, hier ist noch ein bisschen was drin, mit den beiden Lorbeerblättern. So, dann geht es weiter. Noch ein bisschen drehen. Jetzt kommen unsere Möhrchen rein. Lauch. Kassler geben wir schon mit zu. Jetzt kommt ein bisschen Pfeffer. Das sollte erstmal reichen. Das Ganze lassen wir jetzt so circa 15 bis 20 Minuten köcheln. Deckel kommt gleich drauf. Dann melden wir uns wieder. Ja, Freunde, nach einer guten Viertelstunde haben wir unser Gemüse jetzt so ein bisschen gekocht. Jetzt kommen unsere Linsen dazu. Dann nehmen wir ruhig den ganzen Pack. So. Wird einmal untergerührt. So. Na, bleibt draußen da. Okay. Ja, das Ganze lassen wir jetzt erstmal noch mal auch eine Viertelstunde köcheln und dann melden wir uns wieder. So Freunde, nach einer Viertelstunde kommen jetzt unsere Kartoffeln dazu. So. Und das Ganze köchelt jetzt noch eine halbe Stunde vor sich hin. So Freunde. Jetzt haben wir separat unseren Bacon ausgelassen. Den rühren wir jetzt mit ein. So, kann man, glaube ich, besser sehen, so, ne? So. Nichts verschwenden. Zack, zack. Die ganze Sache wird jetzt untergerührt. So. Wo ist, hier ist das Salz. Jetzt wird doch das offen. Kann man jetzt durch den Dampf nicht sehen, aber da kommt tatsächlich was raus. Man hört es. Ja. Aber sehen tut man es wirklich nicht. Ja. So, und das Ganze lassen wir jetzt noch, ich denke mal, so 10 Minuten köcheln. Ja, ungefähr. Und dann melden wir uns wieder. So Freunde, und als Einlage gibt es bei uns gekochte Krakauer. Die legen wir jetzt nur noch mit rein, lassen sie mit heiß werden und dann, denke ich, kann gegessen werden.
Ja, Freunde, kurzes Fazit, leckeres Süppchen, macht's einfach nach. Wer keinen Dutch Ofen hat oder es darin nicht machen will, nimmt einfach einen Topf. Ist eine leckere Sache, vor allem mit den Beckenstreifen, die hatten wir sonst nie drin. Kann ich aber nur wirklich empfehlen. Ja, andere machen es auch so, dass sie noch ein bisschen Essig rangeben. Da haben wir uns bislang nicht rangetraut. Aber vielleicht später mal, beim nächsten Mal. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächsten Sonntag wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss.